Sportlern, dass es in einer Pkw-Werkstatt brannte. Beteiligt dadurch war das angrenzende Gebäude von der DRK und daneben eine noch verschlossene Werkstatt, die ebenfalls durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wird und wurde. Und die erste Maßnahme der Feuerwehr war die Vornahme von C-Rohren einmal zur Abschirmung gegenüber der DRK-Halle und zum Löscheinsatz innerhalb dieser Autowerkstatt. Ich würde den Sachschaden jetzt augenscheinlich mal so in dem Bereich 80.000 bis 100.000 Euro beziffern, insbesondere der Gebäudeschäden. Dann muss man berücksichtigen, es gab Schäden innerhalb der Pkw-Werkstatt und Schäden an Pkws, die auch vor der Halle abgestellt waren. Derzeit sind 50 Feuerwehrmänner hier im Einsatz.